Hallo Römer, lieben Freunde. Was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Randall's Monday. Ich habe mir mal was überlegt. Gab das vielleicht, wenn wir das mit dem Schlauch verbinden? Ich glaube, das muss nicht. Muss ich überhaupt irgendwas noch mit dem Schlauch machen? Das ist keine. Das habe ich alles schon ausprobiert, ne? Katze, irgendwas mit der Katze vielleicht. Die Vogelscheuche stinkt jetzt, aber die Katze scheint ganz angetan vom Geruch. Die fasse ich. Ah. Mit der Vogel. Der Dampftopf, ich weiß auch nicht, was ich mit dem Dampftopf machen soll. Ich denke. Haben wir mit Sleazy schon geredet? Ich glaube, das reicht erstmal mit ihm. Ah ja, haben wir letzten Part, ja klar. Hatten wir gemacht. Die hatten wir auch. Oh. Glaubst du an Übersinnliches? Weißt schon, Talismane und so. Tja, eigentlich nicht. Hab das immer für Quatsch gehalten. Okay, vergiss es. Wow. Ja, klar. Nicht noch. Nee. Also. Es wird dich freuen zu hören, dass Alan kein Problem mehr darstellt. Im Ernst? Ja. Und ich habe es höchstpersönlich erledigt. Wow. Er wird am Wettkampf nicht teilnehmen, nach dem, was ich mit ihm angestellt habe. Weiß nicht mal, ob er noch atmet. Also, Problem erledigt. Hicks, du steckst voller Überraschung. Also stimmen die Gerüchte über dich doch? Welche Gerüchte? Warum sagt mir dann keiner was darüber? Wen kümmert's schon? Wichtig ist, dass du den Bastard ausgeschaltet hast. Kein Grund, ihn zu stören. Ah. Kein Grund. Nein, ich will doch abhauen. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in die Bücherei oder so. Wäre es das Einzige, was mir noch einfallen würde. So. Irgendwie. Ich kann mal mit Charlie reden, ne? Ist er eigentlich noch da? Habe ich die ganzen Tage nicht gemacht. Psst. Charlie. Ja, ist er, okay. Heiliger Odysseus 31. Randall Hicks, du lebst. Ja, ich lebe. Und nur um's abzukürzen, ich weiß alles über deinen Fluchttunnel und ich weiß auch, dass du für die Mauer in Sektor 7 Sprengstoff brauchst. Stimmt's? Woher weißt du das alles? Hör auf, meine Gedanken zu lesen. Raus aus meinem Kopf. Was? Ich will das nicht. Ich will keine Leute in meinem Kopf. Entspann dich, Charlie. Ich habe nur oben im Stockbett gelegen und dich im Schlaf reden hören. So war das nämlich. Oh, ergibt Sinn. Warte mal. Bist du der berühmte Mr. Hicks? Ja, na klar. Was hast du denn gedacht? Gibt's nicht. Das kann nicht sein. Ist aber so. Also du bist in diesem Knast Mr. Big Shot? So drücke ich selber nicht aus, aber ja. Scheiß drauf. Es war zwar nicht einfach, aber ich bin jetzt hier der Boss. Wow. Sollte ich dich jetzt nicht vielleicht Sir Randall nennen oder so? Och, komm schon, Charlie. Das gilt nur fürs Fußvolk. Du kannst mich Meister nennen. Schon, weil du mich ja hier rausbringst. Wie meinst du das? Tja, wir müssen durch die Betonwand durch. Und wenn ich etwas Sprengstoff auftreiben kann, dann bin ich beim Ausbruch dabei. Stimmt's? Tja, naja, wenn du mitmachen willst, ist das schon okay. Aber ich glaube nicht, dass wir hier Sprengstoff auftreiben können. Oh, ihr Kleinmütigen. Wart's einfach ab. Mehr da nicht zu sagen? Oh. Ich will nicht mehr mit ihm reden. Das würde... Irgendwas muss ich doch, also... Irgendwie... Nein. Oh. Kann ich vielleicht aus dem Fenster... Ich. Ah. Jetzt habe ich hier auch nichts, ne? Ich will nochmal kurz nachgucken hier. Die verrammelten Fenster irgendwie aufkriegen? Naja, das bringt ja auch nichts, ne? Doch, warte. Hier.
Vergiss es. Oh. Ich hab gedacht, das hilft vielleicht. Mortimer den Zaubertrick zeigen. Aber nein. So, hier haben wir die Bücher, Rabe, Wagen und ihn, ne? Ja, Bücher, den Raben. Die Krähe. Wer hält sich denn sowas als Haustier? Fenster haben wir nicht, ne? Nee. Vergiss es. Lass mir doch nicht die Augen aushacken. Wenn ich die alle... Ja, das kennen wir schon. Wozu braucht er eigentlich den Wagen? Den benutzt er eh nie. Ich nehme dem alten Mann doch nicht den Wagen weg. Okay. Nur ein armer alter Mann. Was der wohl ausgefressen hat. Das wüsste ich allerdings auch gerne. Hey, was geht, Brooks? Morgen, Junge. Brauchst du was? Nee, danke. Hab keinen Bock auf Lesen heute. Hast du das gehört, Jake? Er macht sich auf die Socken, um zu fegen. Hat dir eigentlich all die Jahre noch nie jemand gesagt, dass du stocktaub bist? Raub? Ich sitz nicht wegen Raub. Wäre ganz und gar nichts für mich. Na sicher. Mach's gut, Brooks. What? Kann ich irgendwas mit den Rohren hier machen? Weil die gibt's ja auch noch. Irgendwie... kaputt machen oder so, keine Ahnung. Mehr Küche hatten wir auch nichts mehr, ne? Ich glaube. Ja doch, das... Brauch ich. Kann nie falsch sein, Randall. Kann man immer gebrauchen. So eine Orange oder so mitnehmen. Brauchen wir vielleicht noch ein Kissen mehr oder so? Kissen ohne Bezug. Karl. Kissen ohne Bezug. Da ist Kissen ohne Bezüge. Nee. Hier haben wir noch das Fenster, Streichhölzer, Zigarettenvorrat. Betten. Ja, die Betten, die Kissen. Von hier komme ich nicht ran. Mit der Hake vielleicht. Ach. Hab's. Kaum zu glauben, dass sowas auch ohne Entenbügel geht. Okay. Es ist jetzt vielleicht lang genug. Überrasch mich immer wieder selbst. Komm, bitte lass es jetzt lang genug sein, das wäre cool. An den Ast. Ja. Autsch. Ja. Autsch. Oh, super. Wenn ich jemals hier rauskomme, dann mache ich eine Diät, das schwöre ich. Hey, ein Penny. Die Krähe gehört also doch hier in den Knast. Der kleine Bastard ist ein Dieb. Den trage ich nicht mit mir rum. Der ist zu schwer. Okay. Können wir auch das Dings hier wieder mitnehmen? Nee, können wir nicht. Ja, okay. Ein Apfel bitte. Schau sich einer das Kätzchen an, wie es mit dem Apfel spielt. Ich fürchte, der Katze hat die Dusche gar nicht gefallen. Aber jetzt haben wir den Apfel. Jetzt können wir diesen Apfel dem Typen hier hinten geben. Der Penny ist wahrscheinlich auch wieder was Glück bringt, oder? Bitte, mein Freund. Hier ist was Gesundes zu essen. Wow! Dankeschön, Mr. Hicks. Ich habe schon jahrelang den Jeep auf was nicht aus einer Fritteuse kommt. Aber gerne, Mann. Schätze, du brauchst jetzt das Magenmittel nicht mehr, oder? Mein rosa Wismut? Ich weiß nicht, Mr. Hicks. Ich habe halt schon so lange Magenprobleme. Na, deswegen habe ich dir ja dieses leckere, gesunde Essen besorgt. Und ich bin auch echt dankbar. Aber, Komm schon, du weißt, ich kümmere mich immer um meine Leute und ich vergesse nie einen Gefallen. Na gut, Mr. Hicks. Nehmen Sie's. Aber bringen Sie mir bitte morgen wieder etwas Obst, okay? Morgen erinnerst du dich nicht mal mehr an dieses Gespräch. Wie bitte? Ich sagte, morgen schicke ich dir einen Obstkorb auf die Zelle. Oh, danke, Mr. Hicks. Sie sind einmalig. Perfekt.
Noch ein Gegenstand, den ich von der Liste streichen kann. Kann ich denn eine Gabel haben? Mit dem habe ich... Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt den rosa Wismut. Was haben wir denn jetzt alles? Wir brauchen jetzt nur noch das Frittierfett, Leute. Ah, warte mal, wir brauchen das wahrscheinlich alles. Wir müssen das wahrscheinlich alles hier... Etwas Säure... Ja. Okay. Dann den Dünger. Das? Ich glaube, ja. In meiner Zelle kann ich ja immer nach... Ja, okay. Das? Adieu, kleines Stück Seife. Das? Dafür ist... Nee, okay. Was ist denn das eigentlich? Jetzt ist... Es gibt... Zigaretten? Gibt doch nicht ein... Auch nicht. Den Penny auch nicht, ne? Das ist... Das wird... Wir haben jetzt drei Sachen reingepackt, ne? Ne, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Okay, ja, dann finden wir noch das Frittierfett. Da haben wir die Bombe gemacht. Was hat es denn damit auf sich? Ein Breiter voller Schumnaps. Wie müssen wir denen geben? Nee, wüsste ich jetzt nicht. Ein Glückspenny. Ein Glückspenny, ja, okay. Hier, Mortimer. Hier. So kriege ich die Hasenpfote nicht. Ich muss jetzt irgendwas mit Mortimer schätzungsweise machen, oder? Hier. Das lang. Das wird. Das würde ich lieber lassen. Das würde ich eher. Okay. Nein. Die muss ich nicht. Nein, Streichhölzer. Kann ich die. Eine Handvoll Streich. Lieber nicht. Kann ich das ins Waschbecken? Das wird nicht klar. Schade. Willst du Zigaretten, Mortimer? Vielleicht braucht. Willst du das Laub, Mortimer? Ich glaube. Willst du eine Schacht? Ne, hab ich schon ausprobiert, ne? Willst du einfach nur Streichhölzer? Die behalten. Das ist kein. Lieber. Ich geb. Das wird. Da. Probier es nochmal alles mit allem aus. Also, mir würde jetzt nicht. Den Glückspenny brauche ich ja, ne? Das mit der Bombe. Wenn du. Ist auch. Wenn du. Klar. Wenn du. Was ich damit machen muss. Wenn du. Mit dem Rest nur ist irgendwie nicht klar, was ich machen soll oder so. Es gibt. Es wird nicht klar. Ja, das Buch wird auch nicht irgendwie kombinierbar mit irgendwas sein, ne? Es wird. Da wird. Ich geb. Es wird nicht. Das ist kein. Das ist. Irgendwas mit dem. Irgendwas mit dem Fenster, schätzungsweise einfach mal. Kann ich? Lieber nicht. Nee, gar nicht. Das kann ich ja nicht anzünden. Ah, jetzt ist sie voll mit üblem Fusel. Mit dem Fenster hin. Das habe ich auch schon. Das habe ich schon ausprobiert, genau. Das hatte ich auch eigentlich schon ausprobiert, ne? Licht ihr damit? Darf. Oder. Das? Lieber. Es hat ein bisschen nach Fleisch geschmeckt. Das. Ja, sonst würde. Da sind ein paar. Irgendwas in die Toilette. Ins Waschbecken packen oder so? Ja! Kann ich das jetzt anzünden? Das sollte dich lehren. Ja. Niemand fickt Mr. Hicks. Passe. Oh, nice. Ich glaube, das war's jetzt mit dem Glückstrunk, oder? Please.
So, wir haben jetzt hier den Penny. Jeder liebt den Geschmack von Geld. Und noch die Hasenpfote. Tja, ohne Fleisch wäre es ja auch kein Essen. Hey, du wirst es nicht glauben. Ich habe eine Brühe aus dem ganzen Kram gezaubert. Weiß nicht, ob es Glück bringt oder eher irgendwie hochgiftig ist. Kann mir aber auch ganz egal sein. Okay. Oh, Leute. Ich hoffe, wir sind bald frei. Also ich schätze jetzt mal, weil es fehlt jetzt nur noch das Frittierfett und das kriegen wir ja. Jetzt gleich, wenn wir den Glückstrunk abgegeben haben. Und dann können wir abhauen eigentlich, weil dann haben wir die Bombe fertig. Oh, nice. Oh, das wäre echt schon schön. Gib das her! Hey, langsam, langsam. Du willst dich doch nicht an dem Hufeisen verschlucken. Wow, schmeckt genau wie die von meiner Oma. Da ist dieses Kribbeln im Hals. Ich glaub, sie wirkt schon. Meine Spucke wird schon dicker. Wenn du meinst. Danke, Hicks. Ehrlich, ich bin der glücklichste Mensch auf Erden. Du weißt aber schon, dass du immer noch im Knast bist. Das ist jetzt mein geringstes Problem. Meine Arbeit als Trainer ist getan. Sieht so aus. Danke für alles, Coach. Du hast mir meine alte Form wiedergegeben. Du weißt, dass das nicht stimmt. Du warst nie wirklich weg. Ich habe dich nur daran erinnert, dass du immer noch Bruno bist. Und es auch immer bleiben wirst. Ich werde dich nie vergessen, Trainer Hicks. Danke, Bruno. Nur eins noch. Ja? Ich will jetzt das scheiß Frittierfett. Klar. Hier ist der Schlüssel zum Küchenschrank. Da ist das Fett drin. Na, endlich. Schaust du dir meinen Triumph an? Nein. Ja! Also ich habe ja das Gefühl, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, dass wir jetzt bald wieder ein freier Mann sein werden. Schön. Schön. Ich bin mal gespannt, wie lange das Spiel noch geht. So, Schlüssel. Speisekammer. Oh! Etwas Dressing dazu? Wenn das Handbuch stimmt, ist dieser Topf gerade zu einer brauchbaren Bombe umfunktioniert worden. Ui! Nice! Nice, 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 nice! Charlie! Keine Zeit, mit Charlie zu quatschen. Ich muss eine Mission zu Ende führen. Es ist jetzt. Endlich. Es ist vollbracht. Hey, Charlie. Ah, okay. Bist du da? Also, bereit für den großen Knall? Wo hast du die denn her? Ich bin ein Mann mit vielen Talenten, Charlie. Auch wenn es nicht ganz einfach war, um ehrlich zu sein. Wow. Ich dachte immer, du wärst nur ein dummer, fauler, übellauniger, kleptomanischer Bastard. Das auch. Jetzt sehe ich, das mit dem Faul stimmt gar nicht. Egal. Bist du bereit, dass wir uns von hier verpissen? Schon seit ich hergekommen bin. Los geht's! Bringen schon wir's seit hinter über uns. 2000 Tagen. Randy kroch in die Freiheit durch einen 500 Meter langen Schacht, der so ekelerregend nach Scheiße gestunken haben muss, dass ich's mir nicht mal vorstellen kann. Vielleicht will ich's mir auch gar nicht vorstellen. 500 Meter. Das ist die Länge von 8 Millennium Falcons. Etwas mehr als ein halber Kilometer. Alles klar. Wenn ich mir Randy vorstelle, wie er den U-Bahn-Schienen gen Westen folgte, muss ich immer noch schmunzeln. Randy Hicks, der durch den Scheißkanal gekrochen war, um am anderen Ende stinkend wieder herauszukommen. Randall Hicks war auf dem Weg nach Hause. Verdammt, ich musste das meiste meines Inventars bei der Flucht zurücklassen. Aber wenigstens bin ich jetzt frei.